Ja, die Formel 1 2021 ist schon lange rum und es ist nicht mehr aktueller Trend, darüber zu sprechen, oder vielleicht ist es auch noch Trend, darüber zu sprechen. Ich werde auf jeden Fall heute hier nochmal drüber sprechen, weil ich war in einer kleinen YouTube-Videopause, beziehungsweise gab nicht so viele Videos und jetzt muss mal eine Auflösung kommen, Leute, denn ihr seht hier F1 2021 Recap Game. Dasselbe, was ich mit der Bundesliga, zweiten Liga und dritten Liga mache, mache ich ja ganz, ganz neu seit 2021 auch mit F1. Und wir müssen jetzt mal die Auflösung machen. Ja, es dauert auch gar nicht mehr so lange. Dann geht es wieder los mit der neuen Saison, mit 2022. Dann gibt es wieder die Prognose. Und die wird sau schwer, weil mit den neuen Autos, wir haben noch gar keine Ahnung, was abgehen wird. Wenn dir das Ganze gefallen sollte, dann lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo und die Glocke aktivieren und komm auf jeden Fall mal bei Discord vorbei und hau da auch deine Prognose zum F1 2022 Saison rein. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr brennend interessieren, wie ihr so denkt, wer wird Weltmeister, wer wird wo landen und hat Haas eine Chance, vielleicht jetzt wieder mehr mitzuhalten. Wäre auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant, eure Meinungen zu wissen. Einige von euch, die mich schon länger schauen, die wissen vielleicht, wie das Ganze hier abläuft. Den muss ich vielleicht nicht mehr erklären. Es gibt eigentlich so Schulnoten. Die Schulnoten gebe ich jetzt diese Saison oder diesem Jahr nicht bekannt, weil ich brauche auch erstmal 1-2 Saisons, um überhaupt einen Vergleich zu haben, wo man die Noten anlegt. Auch vielleicht habt ihr sogar, wenn ihr das Video zu Ende geschaut habt, den einen oder anderen Vorschlag, wie man das machen kann. Ihr seht also, ich fange da jetzt ganz frisch mit an. Wir haben die Saison 2021 getippt und jetzt suchen wir die ersten Punkte. Wie viele Teams habe ich richtig positioniert und wie viele Fahrer habe ich richtig positioniert? All das checken wir heute ab. Hier nochmal die offizielle Ranking, wie am Ende die Saison aussah. Also Mercedes auf Platz 1 mit 613,5 Punkten. Konstrukteurweltmeister geworden vor Red Bull mit 585,5 Punkten. Dann Ferrari, da werden wir gleich intensiv drüber reden müssen. Auf Platz 3, sehr, sehr stark. McLaren, von denen ich auch Fan bin. Also ihr seht hier bei Renault, das liegt daran, dass mir das meine Subs und Mods geschenkt haben, weil ich Ricciardo-Fan bin und da war er noch bei Renault. Jetzt aber McLaren und die sind Vierter geworden mit 700 wäre schön gewesen, mit 275 Punkten. Dann Alpine, also Renault auf Platz 5, Alpha Tauri auf 6, Aston Martin, da müssen wir heute auch auf jeden Fall drüber sprechen, auf Platz 7. Williams, auch müssen wir drüber reden, aber im positiven Sinne, auf Platz 8, Alfa Romeo auf 9 und Haas auf 10 mit gar keinen Punkten. Machtlos bis zum Lebensende. Aber zwei sehr interessante Fahrer, sage ich mal vorsichtig. Wir legen also los. Erstmal sammeln wir Punkte. Und ihr wisst ja, so wenig Punkte wie möglich, das ist hier das Ziel. Also jeder Punkt, egal ob es Plus oder Minus ist, ist schlecht für mich. Und wir fangen an mit Mercedes und schauen, wo ich Mercedes hingepackt habe. Und da kann ich schon mal sagen, wow, richtig, 0 Punkte für mich. Ganz, ganz wichtig. Ganz ehrlich, da war ja von Anfang an klar, also du kannst ein bisschen Risiko spielen und Red Bull auf Platz 1 packen, aber es war klar, dass Mercedes das holt, aber ich muss sagen, die Saison hat wirklich Spaß gemacht, bis auf 2-3 Rennen zuzugucken. Die Regenrennen oder bestimmte Rennen, die waren am geilsten, muss ich sagen, die waren wirklich unterhaltsam. Auch die letzten Rennen, es gab so 2-3 Rennen, da bin ich, glaube ich, mittendrin auch mal eingepennt. Man muss aber sagen, eine richtig geile Saison im Vergleich zu 2020 oder auch so die letzten Jahre, weil endlich mal mit Max Verstappen und Hamilton viel passiert ist, Ferrari recht gut zurückgekommen ist, McLaren ein bisschen mitspielen wollte und. Also ich muss schon sagen, das war schon richtig nice. Wir kommen jetzt zu Red Bull und auch das ist keine große Überraschung. Wenn ich schon Mercedes auf Platz 1 packe, dann packst du halt Red Bull auf 2. Also entweder machst du so oder so, aber du sagst nicht, dass einer auf 3 oder 4 landet. So schlau bin ich inzwischen auch geworden, auch wenn ich dieses Spiel gerade zum ersten Mal mache. Und dann kommen wir zu Ferrari und da kommt jetzt das erste Gesprächsthema, das wir in diesem Video angehen werden. Und zwar Ferrari habe ich nur auf Platz 6 gepackt. Ihr seht es also da unter Alpha Tauri habe ich sie hingepackt, weil das ist meine Position. Sie sind aber eigentlich auf Platz 3 gelandet. Das heißt, 3 Punkte gibt es auf meinem Konto. Nicht gut. Und ich muss sagen, man hat weniger Daten als zum Beispiel bei der Bundesliga-Prognose. Da kannst du viel mehr arbeiten. Hier musst du viel mehr spekulieren. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich gedacht, dass Ferrari die Saison nicht gut abschneiden wird, weil die letzte Saison schon so schwach war. Und sie werden 2021 nicht viel investieren, um sich zu fokussieren auf 2022. Aber Ferrari hat sich dann doch recht gut positioniert und auch zum Ende der Saison hin noch recht gut entwickelt. Auch die Fahrer, auch Sainz ist super gut angekommen, muss man ganz ehrlich sagen.
Wo ich auch als McLaren-Fan ein bisschen enttäuscht bin, dass McLaren irgendwie so ein bisschen nach dem Doppelsieg, ja, es klingt ein bisschen weit rausgeholt, aufgegeben haben. Es wirkte so ein bisschen geschwächelt. Und deswegen sehr, sehr, sehr stark, was Ferrari da geleistet hat. Kommt in so eine Medaillenposition, wie ich es immer gerne sage, Platz 3. McLaren, ja, da habe ich gedacht, die werden halt wieder Dritter, so wie in der letzten Saison. Ich bin ja auch ein Ricciardo-Fan, da war vielleicht ein bisschen Fanbrille am Schlüssel, wer weiß. Ich muss aber trotzdem sagen, Lando Norris sehr, sehr stark. Ricciardo kam halt einfach nie so geil rein. Und ich muss auch sagen, auch mit Doppelsieg und ja, Podium für Ricciardo und so weiter. Im Großen und Ganzen, ich finde, es gab keine wirklich überzeugende Qualifikation von ihm. Also er holt in den Qualifikationen einfach zu wenig Zeiten raus, also gute Zeiten. Ich bin aber optimistisch. Ich finde einfach Andy Seidel so ein geiler Typ. Ich glaube, McLaren wird wieder richtig stabil. Hoffentlich sein. Man kann ja gar nichts einschätzen 2022. Das ist ja das Wilde. Wir haben also 4 Punkte auf dem Punktestand. Das ist eigentlich noch okay. Und wir kommen jetzt zu Alpine. Und Alpine war ja vorher Renault. Und ich muss sagen, Renault war ja eigentlich recht stark unterwegs. Ja, also muss man sagen, ich finde, die halbe Saison war bei Alpine unfassbar schwach. Alonso unfassbar schwach. Fand ich jetzt persönlich. Aber zum Ende der Saison hin richtig, richtig gut. Dann hat es richtig Spaß gemacht, den auch zuzugucken. Ich finde, der 5. Platz absolut in Ordnung. Es hätte vielleicht auch besser werden können noch. Ich meine, so, ja gut, 100, über 100 Punkte, ja, schon einiges. Aber ich hab wirklich gedacht, dass Alpine ein bisschen mehr schafft. War dann nicht so. Deswegen gibt es wieder einen Punkt auf mein Konto. Und wir kommen zu Alpha Tauri. Und Alpha Tauri ist bei mir 7. habe ich gesagt. Sie sind 6. geworden. War ich also nicht ganz so falsch. Also eine Platzierung ist jetzt nicht ganz so schlimm. In der Formel 1 tut es ein bisschen mehr weh, wie jetzt in der Bundesliga. Wenn du da einen Verein eine Position falsch getippt hast, tut nicht so weh in deinem Punktesystem, als hier natürlich in dieser Teamwertung. Muss man ganz ehrlich sagen. Alpha Tauri, Tsunoda, der hätte doch vielleicht wirklich gerne noch weitergefahren. Keine Saisonende. Gerne jetzt noch weiter. Weil der ist jetzt endlich angekommen. Aber das waren so in den letzten Rennen und dann war Feierabend. Deswegen sehr, sehr gespannt, was Tsunoda machen wird. Gasly auch eine super gute Quali-Pace sehr oft gehabt, gute Rennen gefahren. Also bin gespannt auch, wie es mit Alpha Tauri weitergehen wird. Also mal bin ich mal echt gespannt. Dann kommen wir zu Aston Martin und da habe ich kurz hier einen Bildfehler. Wie ihr seht, da ist kurz Alpha Tauri verschwunden, aber die Punkte sind hoffentlich noch richtig. Die sind richtig, genau 8 Punkte. Und zwar nämlich, dass Aston Martin, liebe Freunde, ich auf 5 gepackt habe, weil ich dachte, dass bis auf McLaren und Renault, oder Alpine in dem Fall, die wieder gut abschneiden werden mit ein paar Hängerchen, weil ich jetzt Vettel seine Leistung einfach nicht mehr stabil finde und Lance Stroll ist auch nicht der allerbeste. Aber dass sie dann so mit dieser Regelveränderung nicht klarkamen und so eine katastrophale Saison fahren, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Muss ich ganz ehrlich sagen, sind nur 7. geworden mit 77 lappigen Punkten, muss man mal frech sagen. Auch da bin ich wieder sehr gespannt, was 2022 passieren wird. Ob die da wieder rankommen, wie sie es vorher gemacht haben mit Racing Point oder ob sie da hinten weiter rumgurken werden. Und dann kommen wir zu Williams und Williams, so eine geile Saison. Also als bekannt gegeben wurde, dass Russell zu Mercedes wechselt, Junge, hat der sich dann plötzlich entfaltet. Er hatte so das Gefühl, jetzt ist er befreit, jetzt kann er Gas geben. Hat der geile Rennen gefahren, beziehungsweise geile Qualifikation, dachte ich mir, what the fuck, da gab es ja diese geile Phase, wo Williams immer in Q3 kam und dann dachte ich mir, wow, Russell, geiler Fahrer. Ja, nicht nur das, Latifi konnte das plötzlich auch und ich dachte, boah, was Williams gerade für eine Entwicklung durchmacht. Gut, am Ende wieder ein bisschen geschwächelt, aber das war richtig stark, muss ich sagen. Ich hätte ihn sogar noch mehr gegönnt, finde ich richtig, richtig cool. Williams, so ein krasses Traditionsteam. Und ganz ehrlich, Alfa Romeo ist für mich einer der größten Enttäuschungen überhaupt. Kimi hatte gefühlt die komplette, nach der Sommerpause, letzten Rennen gar keinen Bock mehr gehabt. Hatte ich den Eindruck, ja, ich fahre mal noch ein bisschen, aber alles mir scheißegal. Wirkte so, tut mir leid. Absolute Legende, schade, dass er aufhört. Megatyp, krasseste, viele Rennen gefahren, Weltmeister. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl gehabt, am Ende war so, jo, wenn es passiert, dann passiert es mir doch Schnuppe. Ne? So, Giovinazzi, ja, auch nicht so der Knaller, deswegen sind die auch beide weg. Also Alfa Romeo, muss ich zugeben, hat mich schon ein bisschen
komplett enttäuscht, hat mich nie wirklich vom Hocker weggehauen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und Haas, gut, das wussten wir alle, dass Haas mit diesen zwei jungen Fahrern erstmal Fahrpraxis sammelt, das schlechteste Auto hat und Fokus auf 2022 ist. Und deswegen bin ich saugespannt, wie das wird. Wie Herr Steiner schon sagte, wir haben eine super Entwicklung gemacht für 2022, aber super bedeutet nicht gleich Weltmeistertitel, denn sie wissen ja gar nicht, wie gut haben denn im Verhältnis die anderen das Auto vorbereitet, denn die könnten ja immer noch alle schneller sein als Haas. Deswegen, das wird die Spannung 2022 meiner Meinung nach. Ende März geht's also los. Freue mich schon sehr, sehr drauf. Dann kommen wir jetzt zu den Fahrern. Es wird ein bisschen längeres Video, aber das ist ja bei Recaps und Prognose immer so. Jetzt wisst ihr so ein bisschen meine Meinung, ein bisschen zu den Teams. Jetzt können wir die Fahrer ein bisschen schneller abklappern. Wir haben die 10 Punkte von den Teams und das Unfaire jetzt an diesem Recap-Game ist, dass natürlich auf diese 10 Punkte werden jetzt noch die Fahrer drauf gerechnet. Wir legen los. Ihr seht links die offiziellen Punkte. Max Verstappen ist Weltmeister geworden. Es ist eine lange, lange Diskussion und lange, lange Sache. Könnten wir hier jetzt, wir könnten ein 3-Stunden-Video machen, wo wir darüber reden, Max Verstappen, wie der zum Titel gekommen ist. Ich habe die ganze Zeit Max die Daumen gedrückt. Ich gönn's gerade keinem. Ich hätte mir jetzt gefeiert, beide hätten den Titel bekommen. Also, was da passiert ist, ich möchte nicht mehr drüber reden. Ich konnte mich da nicht mehr so für Max freuen. Ich hätte mich auch nicht für Lewis gefreut, für keinem. Fand, das war so ein albernes Rennen, alberne Entscheidungen. Das kurz dazu gesagt. Mehr möchte ich dazu nicht mehr sagen. Und ihr seht hier die Punkte. Und ihr seht, Mazepin ist letzter geworden, 0 Punkten. Aber ich habe in meiner Prognose Mick Schumacher als letzten reingeballert. Das heißt, es gibt wieder einen Punkt auf meinem Punktestand. Ganz kurz. Ich bin sehr überzeugt von Mick seiner Leistung und ich glaube, der hat eine Zukunft. Warum ich ihn aber hinter Mazepin gepackt habe, ist, ich habe mir so ein bisschen gedacht, dass Mazepin mit der Kohle seines Vaters und Pipapo ein bisschen mehr bevorzugt wird. Hat ja eine tolle F2 gefahren, also ich bin nicht von ausgegangen, dass der zum Tollpatsch der Saison wird, sage ich mal, obwohl Mick einer oder derjenige ist, der am meisten gekostet hat. Also von Unfallbudgets her hat er am meisten gebraucht, muss man mal zu sagen. Trotzdem, Mazepin schon gefühlt unbeliebt bei den Fahrern durch, sagen wir mal, nicht aufmerksam aufzupassen, was so hinter ihm passiert oder vor ihm. So ein bisschen wenig nachgedacht. Ist ja ein guter Fahrer, brauchen wir gar nicht drüber streiten. Und ich dachte halt nur, dass er nicht letzter, also vor Mick steht, weil einfach er ein bisschen bevorzugt wird, so wie Stroll vielleicht. Obwohl ich muss sagen, Stroll wurde ja gar nicht wirklich so bevorzugt jetzt gegenüber Vettel. Also ihr seht auch Mazepin, 19. Gibt auch nochmal einen Punkt auf mein Konto. Ja, beide haben 0 Punkte, aber ich gehe nach diesem Ranking links, deswegen Pech gehabt für mich. Und wir kommen zu einem Fahrer, der ich vom einen Platz auch vertan habe. Latifi ist 17. geworden, hat 7 Punkte geholt, steht vor Giovinazzi. Ich habe mir eigentlich gedacht, das wird der schlechteste Fahrer nach den Haas-Fahrern, weil ich ja ehrlich gesagt von Latifi nicht immer so überzeugt bin und war. Muss aber zugeben, er hat halt auch durch die Entwicklung von Williams geile Rennen absolviert. Und dann, ja, hätte ich mal den Spieß ein bisschen umgedreht, ne? Giovinazzi auf 17, habe ich gesagt. Er ist 18. geworden. Hätte ich die beiden mal anders gedreht, dann hätte ich weniger Punkte, muss ich sagen. Kommen wir zu einem Fahrer. Da freue ich mich drauf, dass ich ihn richtig getippt habe. Ich habe ihn vorhin ein bisschen kritisiert, aber trotzdem eine absolute Legende. Kimi ist 16. geworden. Kimi habe ich 16. gesagt. Muss auch erstmal schaffen. Liegt aber auch daran, dass ich nach Williams und nach Haas halt Alfa Romeo als ein als das drittschwächste Team sehe. Und deswegen war das nicht ganz so schwer. Kimi erfahren als Giovinazzi. Kimi für mich persönlich geilerer Fahrer als im Vergleich zu Giovinazzi. Deswegen war es nicht ganz so schwer, ihn auf 16 zu packen, muss ich zugeben. Schwerer oder herausfordernder oder optimistischer war es eigentlich, Russell richtig zu tippen, ja? Russell auf Platz 15 und ich bin sowas, ich habe es vorhin schon gesagt, sowas von gespannt, was er in Mercedes machen wird. Wird er Hamilton stressen? Ja, wird er es schaffen, dass so wieder so ein Hamilton, also so ein Lewis und Rosberg-Fights gibt, weil Russell wird nicht sagen, wie ich möchte hier der Wingman sein. Gut, Bottas wollte ihn auch nie sein, aber ich glaube schon, dass Russell dem Hamilton sagen will, Diggi, ich bin jetzt mal dran. Und da bin ich mal sau gespannt, sage ich euch ganz ehrlich, richtig getippt, freue mich, Häkchen, bleibe bei 14 Punkten. Und dann kommen wir zu Tsunoda, freue ich mich, habe ich auch richtig getippt. Er ist auf Platz 14 mit 32 Punkten gelandet. Wie gesagt, bei Tsunoda war es auch so, dass ich mir halt gedacht habe, er hat ein tolles Auto, aber er muss erstmal reinkommen in die Formel 1. Er hat auch ein super Talent. Ich glaube, dass er auch noch viel reißen wird. Vielleicht nicht unbedingt Weltmeistertitel oder sowas, ne? Ich hatte schon so die Idee, der kann was erreichen, aber er braucht Zeit. Die Zeit hat er gebraucht, am Ende lief's und deswegen war 14. Platz von mir richtige Prognose. Und dann kommen wir zum ersten Diskussionsthema, weil guck mal, drei richtig getippt,
alle denken jetzt so, Dico ist ja voll die Maschine. Nee, eben nicht, weil ihr seht hier, Sainz-Leute komplett verkackt. 8 Punkte aufs Konto, 8 Plätze vertan. Ich muss auch sagen, das hat auch einen Grund. Nicht, weil ich Sainz doof finde, ganz im Gegenteil, ich finde es ein geiler Fahrer, richtig sympathisch. Ich habe einfach nur gedacht, Ferrari Flop. Ja, von 2020 und er ist auch noch neu in dem Auto, wird also Probleme haben, Leclerc wird bevorzugt, all das waren so Faktoren, die ich halt mitgedacht habe und dachte mir, okay, 13. Platz, aber dass er sogar am Ende besser dasteht als Leclerc und für mich persönlich auch der bessere Fahrer war, nachdem er dann ein bisschen gebraucht hat, reinzukommen, also für mich persönlich hatte ich das Gefühl, Leclerc war, ist irgendwie so wie overrated irgendwie, ich fand Sainz irgendwie geiler. Bin sehr gespannt, was Ferrari und was er in der kommenden Saison machen werden. Die 8 Punkte nehme ich gerne entgegen, weil ich fand, er hat wirklich gut überzeugt, was er aus dem Auto rausgeholt hat. Als nächstes haben wir Gasly. Auch da habe ich 3 Plätze mich vertan. Er ist am Ende 9. geworden mit 110 Punkten. Also die 100 Punkte geknackt. Habe ich den Gasly auch ein bisschen falsch eingeschätzt. Obwohl, ich muss ja auch sagen, das sind hier 20 Fahrer. Das ist ja ungefähr wie die Bundesliga. Das heißt, wenn du so einen Platz nicht vertust, ist es okay. Bei 3 Plätzen ist so... Und alles drüber, so wie bei Sainz, ist kacke. Ja, es ist ja wie bei Bundesliga mit 18 Vereinen. So kann man das ein bisschen vergleichen. Ich würde mal sagen, das tut schon ein bisschen weh, aber ist noch okay. 25 Punkte. Und jetzt kommen wir zum nächsten Ferrari-Fahrer, Leclerc. Ich war von Leclerc super überzeugt, hat Wahnsinnstalent, fand ihn trotzdem in dieser Saison jetzt nachhinein, es ist ja ein Recap-Video, ein bisschen overrated, ich fand einfach Sainz irgendwie geiler. Trotz all dem, Ferrari halt geschwächelt, er hat Probleme damit und genau wie Sainz, das war so mein Grundgedanke, wird aber bevorzugt und natürlich auch mehr drin im Auto, kennt das Auto besser, deswegen 11. 4 Plätze vertan, also ich muss sagen, Ferrari hat mich im Positiven überzeugt in dieser Saison. Und kann mich damit nur wiederholen. Ich glaube, 2022 wird aktuell sehr wild. Eine Position vertan, Ocon. Ich finde auch, er geht meistens so ein bisschen unter. Man unterschätzt den immer. Ich finde ihn gar nicht mal so übel. Es gibt so einen anderen in meiner Familie, der sagt, was macht der eigentlich in der Formel 1? Er ist also am Ende 11. geworden mit 74 Punkten. Hinter seinem Teammate, muss man sagen, Alonso. Ein Platz vertan. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Diskussionspunkt. Thema Ferrari ist, glaube ich, in diesem Video Diskussion und natürlich Aston Martin. Lance Stroll ist noch schlechter. Wie gesagt, ich habe ja wegen der Racing Point Leistung eine Saison davor, auch wenn das halt vom Mercedes Copy-Paste war, schon ein bisschen mehr erwartet. Die kam aber mit der Regelveränderung gar nicht klar. Lance Stroll, 4 Plätze vertan, 34 Punkte schon auf dem Konto. Ist schon ärgerlich, weil wir kommen direkt zum nächsten Aston Martin Fahrer, Vettel. Ich habe bei Vettel halt nur gesagt, Erfahrung und Anführungszeichen gutes Auto, macht ihn auf Platz 8. Ich selbst habe so bei Vettel ein bisschen das Gefühl, seine Zeit ist einfach vorbei. Es spielt keine Rolle mehr, was für ein Auto er hat. Ich habe einfach die Idee, er ist nicht mehr derselbe irgendwie. Auch da kann ich mich leider wieder nur nervig wiederholen. Sau gespannt, wie 2022 wird, ob er da irgendwie aus dem Ganzen rauskommt oder eben nicht. Und dann kommen wir zu einem, der eben vor Ocon gelandet ist, nämlich Alonso. Und ich habe ihn sogar noch besser eingeschätzt. Alonso ebenfalls. Renault war stark 2020. Alonso, Mega-Fahrer. Mega-Erfahrung. 7. Platz, eigentlich völlig in Ordnung. Er ist am Ende aber nur 10. geworden mit 81 Punkten. Gibt wieder 3 Punkte aufs Konto, Leute. Und ich bin schon bei 41 Punkte. Eieieiei, sage ich euch. Einer, der für mich in der Zukunft Weltmeister werden kann. Viele Experten sagen auch, dass er eine Chance hat 2022, was ich krass finde. Warum auch nicht, aber trotzdem, ich feiere ihn mega. Ich glaube, er wird auch von vielen gefeiert. Und das ist Lando Norris, liebe Freunde, auf Platz 6. Und richtig vor allem getippt. Es bleibt bei 41 Punkten. Also, Norris hat 160 Punkte gemacht und knapp an Sainz verfehlt. Hätte ich ihm gegönnt. Aber wie gesagt, ich habe es vorhin bei den Teams gesagt. McLaren hat in den letzten Rennen einfach zu viel nachgelassen. Man hat sehr früh erkannt, dass Ferrari den 3. Platz holen wird. Aber wie gesagt, man muss damit betonen, McLaren hat halt auch wirklich ein Auto gebaut, das gar nicht für diesen Motor geeignet war. Und deswegen muss man auch wieder loben, dass das eine sehr, sehr starke Saison war. Lando Norris, auch dieser Doppelsieg, ich habe ihn so gefeiert, mega, mega gut. Da habe ich so ein bisschen auch gedacht, der kommt mit dem Auto erstmal nicht klar, hat immer mal so seine Hickele, Hackele, Huckele-Momente. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand Perez nie schlecht. Ich habe den immer schon irgendwie gefeiert vom Charakter her. Und ganz ehrlich, nach dem Move, den er in Abu Dhabi im letzten Rennen gemacht hat, ist er einer meiner sympathisch. Also er hat wirklich Sympathiepunkte bei mir gesammelt. Ich feiere das. Also ganz ehrlich, Max, er muss wirklich seine Eier ein bisschen geknutscht haben für
diese krasse Wingman-Aktion. Ganz ehrlich, richtig cooler Typ. Ich hoffe, dass er einfach auch 2022 ein bisschen mehr von diesem tollen Auto hat und auch Gas geben kann. Und jetzt kommen wir zu einem, ja, war vielleicht ein bisschen überbewertet, ihn auf Platz 4 zu packen. Ricciardo liegt auch daran, dass er eigentlich beim Renault gut abgeräumt hat. Ich muss aber sagen, dass ich auch sehr dazugelernt habe in dieser Saison. Ich würde das nie wieder so machen, Ricciardo auf Platz 4 zu packen, weil ich muss sagen, bei der Prognose habe ich null an so Sachen gedacht wie neues Auto, muss ich zurechtfinden. Ich war so, neues Auto, geiles Auto, das schafft er schon, Gas. So, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass ja jemand ein bisschen Zeit braucht, ein bisschen reinkommen muss. Ja klar, habe ich schon gedacht bei Sainz, bei Perez, habe ich schon gedacht auch bei Tsunoda, auch bei Ricciardo, aber ich habe irgendwie bei ihm vielleicht doch nicht ganz darüber nachgedacht, dass er ein bisschen Zeit braucht. Die hat er sehr, sehr, sehr lange gebraucht, bis zur Sommerpause. Qualis waren nie so stark. Gut, ich meine, 3 Punkte oder 3 Plätze falsch ist eigentlich noch im Rahmen. Aber ich würde sagen, in der Formel 1 dürfte man wirklich nur 1-2 Plätze sich vertun. Ansonsten bist du halt komplett gleich im Loch. Und dann kommen wir zum 3. Platz und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte Bottas nicht zu viel kritisieren, aber ich sage euch ganz ehrlich, alle Fahrer, die ihr hier in dieser Reihe seht, jeder hätte Mercedes den 3. Platz in dieser Saison geholt. Bei allem Respekt zu Bottas, Mercedes hat so ein krasses Auto mal wieder gehabt, dass ich jedem Fahrer hier gesagt hätte, der schafft es locker auf dem 3. Platz. Das macht das Auto schon von alleine, wenn du nicht zu blöd bist, es an die Wand zu klatschen. Also sage ich mal, ein bisschen respektlos, so ein bisschen Disrespect zu Bottas. Ich muss auch sagen, Bottas hat mir richtig gut gefallen in der Phase, als es bekannt gegeben wurde, dass er zu Alfa Romeo geht. Da ist er auch befreiter gefahren. Aber wo ich ein bisschen enttäuschend bin, da muss ich auch mal ein bisschen Lewis Hamilton ein bisschen in Schutz nehmen. Ey, war einfach ein katastrophaler Wingman. Also muss man ganz ehrlich sagen, du hast richtig gemerkt, dass er darauf keinen Bock hat. Und seine Bowling-Aktionen, ich weiß gar nicht mehr, welches Rennen das war, mit dem Regenrennen, könnt ihr euch vielleicht erinnern, auch spektakulär. Also da bin ich auch wieder sehr gespannt, ob der bei Alfa Romeo überhaupt was ritzen wird. Ich glaube, ehrlich gesagt, 1-2 Saisons hat dann noch, dann sehen wir den bei der Formel 1, glaube ich, nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der wollte ja den Weltmeistertitel angehen, ne? Der hat ja viel vorgehabt in dieser Saison. Ich glaube, er ist schon sehr enttäuscht gewesen. Das hat man auch im Fasti, glaube ich, ein bisschen gemerkt. So, jetzt kommen wir zu Platz 1 und Platz 2. Und ganz ehrlich, du kannst nur sagen, Lewis Hamilton oder Max Verstappen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, nach den letzten Saisons, nach dem Wahnsinnsauto von Mercedes, du denkst halt nicht dran, dass Max Verstappen da rankommt. Deswegen eine Position verfehlt. Gibt also nochmal einen Punkt auf meinen Punktestand. 46 Punkte. Und am Ende haben wir Lewis Hamilton eben, wie gesagt, verdreht. Ich war ja, überleg mal, wenn da diese FIA am Ende nicht diese Fehler gemacht hätten, ja, dass Max noch Weltmeister wird, dann hätte ich da nochmal 2 richtige. Hätte Fahrradkette. Aber muss ja auch mal betont werden, dass ja diese Meinung hier mit Lewis, mit Max, mit Bottas und so ja gar nicht so falsch liegt. Vielleicht hätte ich mit Ricciardo mal nicht so übertrieben krass Vierter machen sollen. Mit Perez wäre einfach klüger gewesen. Dann hätte ich eigentlich noch viel besser da gestanden. Aber hätte Fahrradkette. So ist also der Stand zum allerersten Mal beim F1 Prognose Game. Hier beim Recap 2021 47 Punkte. 3 Teams richtig, 5 Fahrer richtig. 5 Fahrer finde ich auch ein bisschen schwach. So 8, 9 Fahrer richtig tippen wäre vielleicht geiler. Wie gesagt, wir machen ja eigentlich das Ganze hier immer mit Schulnoten. Problem an der Geschichte ist, dass ich jetzt noch gar nicht weiß, wieso sich die Punkte so bewegen. Ich würde aber sagen, ganz ehrlich, 47 Punkte ist schwach. Wenn ich mir das nochmal genau angucke und das mit der Bundesliga vergleiche, wo ich das immer mache, würde ich sagen, das ist jetzt so eine Note, weiß ich nicht, Note 4. Ich würde jetzt mal sagen, das ist so eine Note 4, aber wir müssen 2022 abwarten und da mal vergleichen, wo da die Punkte landen, dass man so ein Verhältnis verstehen kann, wo man die Noten anlegt. Was ist Note 1, was ist Note 2, Note 3? Pi mal Daumen würde ich jetzt sagen, ich bin bei einer minus 4 oder sowas. Ich kann es euch nicht sagen. Ich hoffe, euch hat dieses Video trotz der Länge gefallen. Dann lasst einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Und wenn ihr sagt, ah, Formel 1 finde ich schon ganz geil, es kommt jetzt wieder, es ist wieder in Gange und ich will mehr davon sehen, dann kommt auf jeden Fall bei Twitch vorbei, Leute, weil da gibt es viele, viele F1 2021 und auch bald dann F1 2022 Streams. Freue ich mich auf jeden Fall drauf und dann sehen wir uns bei weiteren Videos. Jetzt geht's so langsam wieder los hier auf dem Kanal. Macht's gut, bis dann. Ciao!